Na, auch endlich wieder da. Ey, du warst heute dran. Andi? Hörst du mir überhaupt zu? Es ist ja nicht so, als hätte ich nichts Besseres zu tun. Ich weiß ja nicht, was dein Problem ist, aber mein Leben läuft momentan echt beschissen. Und es wäre cool, wenn mein bester Freund mir wenigstens ein bisschen unter die Arme greifen würde. Weißt du? Als mir letzten Samstag mein scheiß Fahrrad geklaut wurde, durfte ich erst mal 2 Stunden nach Hause dackeln, nur weil ein gewisser jemand den ganzen Tag auf der Couch saß, um gar nichts zu machen. Und als Hannah mit mir Schluss gemacht hat, war dir das scheißegal. Sogar Micha hat mit mir darüber gesprochen und mich gefragt, wie es mir geht. Und von dir? Gar nichts. Ich dachte, als Freunde macht man sowas. Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug, darf ich auch noch diese bescheuerte Spülmaschine ausräumen. Nicht mal so eine simple Sache wie das Ausräumen dieser verdammten Spülmaschine kriegst du auf die Reihe. Es kann ja nicht jeder so ein perfektes Leben haben wie du. Eine wundervolle Freundin, eine Familie, die sich um einen kümmert und dann auch noch das Auto von deinem Vater. Aber was ist denn eigentlich los mit dir in letzter Zeit? Du kümmerst dich weder um deine Familie noch um deine Freunde. Stattdessen sitzt du nur hier rum und vergammelst. Ich meine, was würden deine Eltern dazu sagen, wenn sie wüssten, dass du angefangen hast zu rauchen? Ich glaube nicht, dass sie wollen, dass du deine Gesundheit einfach so wegschmeißt. Du hast es so gut in deinem Leben und du verstehst das gar nicht. Wegen dir komme ich mir sonst echt richtig beschissen vor. Immerhin ist dein Leben so einfach. Weißt du was? Wir können ja gerne tauschen. Denn immerhin stirbst du nicht innerhalb der nächsten Monate. Und das heißt deinetwegen.